Ich zeige euch heute, wie ihr dieses Symbol bei einem T5 Facelift wegkodieren könnt mit VCDS. Ihr öffnet wieder VCDS, geht in die Steuergeräteauswahl, dann auf die Nummer 17, Schalttafeleinsatz, öffnet auch hier wieder das Feld 07 Kodierung und öffnet auch wieder den Assistenten für Kodierung. Dann geht ihr in Byte Nummer 1. Dann geht ihr auf Bit Nummer 1 und nehmt den Haken von Sicherheitsgurtwarnung Ja raus. Schließt ihr das Ganze wieder, wird euch wieder die neue Codierung angezeigt. Bestätigt das dann. Dann sollte die Codierung akzeptiert worden sein. Schließt das Steuergerät und schaltet die Zündung kurz aus. Wenn ihr dann die Zündung wieder einschaltet, ist dieses Symbol hier oben erloschen und es gibt auch keinen weiteren Signalton mehr, wenn ihr nicht angeschnallt seid. Beim T5 Facelift Transporter, jetzt hier in dem Fall Modell 2014, ist diese Gurtwarnung sowieso nur für den Fahrersitz. Der Beifahrersitz hat diese Warnung nicht.